Moin Moin, herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute wird endlich wieder gegrillt. Wir haben so lange drauf gewartet, vor allem ich hatte wieder Bock zu grillen. Allerdings grillen wir heute kein Fleisch, nee, wir grillen heute Gemüse. Besser gesagt, wir füllen Gemüse in einen Wrap und haben dann Mexican Grill Wraps. Und passend zu diesen Mexican Grill Wraps gibt es noch einen richtig geilen Salat mit einer Avocado Vinaigrette. Die ist nicht nur mega, mega lecker, sondern die ist sogar mal vegan. Habt ihr euch immer gewünscht, ein veganes Rezept? Ich habe es mir durchgelesen und war so, ey, es ist vegan, die wird gemacht. Und was wir alles für die Grill Wraps und für den Salat brauchen, habe ich euch wie immer hier vorbereitet. Neben Maisfladen brauchen wir geriebenen Mozzarella, Cheddar am Stück oder gerieben, Frischkäse, dann jede Menge Gemüse. Mais, Möhren, Zucchini, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Jalapenos, Römersalat. Natürlich brauchen wir Avocados, frische Kräuter, verschiedene Gewürze und weißen Balsamico-Essig. Die meiste Arbeit heute macht auf jeden Fall das Kleinschneiden vom Gemüse. Generell gilt bei diesem Rezept, was ihr mögt, auch sonst so, könnt ihr in diesen Wrap reinfüllen. Wir zum Beispiel mögen nicht so gerne Bohnen, von daher lassen wir sie einfach weg, obwohl es Mexican Wraps sind. Ist egal, mögen wir nicht, lassen wir raus. Genauso könnt ihr das natürlich auch machen. Was ihr sonst gerne mögt, füllt ihr da rein. Was ihr nicht mögt, lasst ihr raus. Ich würde sagen, jetzt starten wir durch und schnibbeln alles mal eben schnell klein. Das erste ist Mais, den brauchen wir natürlich nicht klein zu schneiden. Und dann kommen wir auch gleich schon wieder zur Avocado. Halbieren, der Trick mit dem Messer, Kern raus. Mit einem Löffel holen wir dann das Fruchtfleisch aus der Avocado. Und schneiden sie klein. Die Lauchzwiebeln schneiden wir einfach in ganz feine Ringe. Und weil wir Zwiebeln so mögen, kommt jetzt noch eine normale Zwiebel dazu. Die schneide ich in kleine Würfel. Denkt bei dem Gemüse immer dran, das wird ja alles zusammen in die Burritos oder Grillwraps gefüllt. Das heißt, je härter das Gemüse, umso kleiner muss es geschnitten werden und je weicher das Gemüse, wie jetzt zum Beispiel die Tomate, umso gröber könnt ihr es würfeln. Dann ist es nachher auch alles gleichzeitig gar. Von daher schneide ich die Zucchini so ähnlich wie die Zwiebel. Ich lasse das letzte Stück dran, dann kann man es einfacher vorwegschneiden und ich schneide es in diesem Fall in so feine Streifen. Paprika halbieren, das Weiße und die Kerne rausnehmen, feine Streifen schneiden und aus den Streifen machen wir jetzt kleine Würfel. Die Möhre mache ich ganz grob, weil ich mir da einfach meinen Mixer zur Hilfe nehme, weil ich die wirklich richtig klein raspeln will, weil die wirklich sonst zu lange brauchen würden oder noch hart im Wrap wären und das ist nicht so lecker. Jetzt einfach so ein bisschen gemischte Kräuter, je nachdem was ihr mögt, ein bisschen klein schneiden und mit dazugeben. Und jetzt die Jalapenos, die sind extrem scharf, die Jalapenos, die ich habe. Von daher mixe ich sie auch klein, dass sie richtig, richtig klein sind und sich schön verteilen und man nicht auf einmal was ganz Scharfes hat. Dann können wir auch schon würzen und zwar mit Pfeffer, mit Salz und mit Chiliflocken. Experimentiert ruhig, wenn ihr noch andere Gewürze reinmachen wollt, macht das so, wie ihr das möchtet. Und jetzt das Ganze einfach durchmischen. Jetzt kommen wir zum Frischkäse und zum Füllen. Auf dem Fladen in der Mitte einfach den Frischkäse verteilen, darauf ein bisschen geriebenen Mozzarella, dann so ungefähr 2-3 Esslöffel von dem Gemüse und den Cheddar drüber reiben. Da wir es gleich grillen wollen, mache ich ganz flache Pakete von oben und unten bis zur Hälfte und von rechts und links leicht über die Hälfte drüber falten. Dann ist das Ganze schön verschlossen und ich lagere es dann mit der gefalteten Seite nach unten. Und jetzt fülle ich eben alle Wraps fertig.
Das Geniale an diesen Grill-Wraps ist, dass man sie halt so super vorbereiten kann und dann halten sie sich so ein, zwei Tage im Kühlschrank und man nimmt sie einfach dann raus, wenn man sie braucht. So, die Wraps sind fertig und auch schon eingepackt. Ich habe gerade leider vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich mache das jetzt ja hier gerade ohne meine Top-Kamerafrau. Das muss ich jetzt ja auch lernen. Es ist einfach nur Backpapier dazwischen, dass sie nicht aneinander kleben und dann mit Frischhaltefolie eingepackt. Und solange wir jetzt den Salat machen, gehen die in den Kühlschrank. Auch für den Salat müssen wir wieder jede Menge klein schnibbeln. Ich starte mit der Gurke. Normalerweise lasse ich das Innere immer drinne, weil ich finde es Verschwendung, das wegzuschmeißen. Da wir das aber wunderbar für unsere Avocado-Vinaigrette benutzen können, nehme ich es raus und mache es schon mal in den Mixer und schneide dann die Gurken vorweg. Als nächstes Avocado. Halbieren, Kern wieder raus. Altes Thema, kennen wir schon. Und das Fruchtfleisch von der Avocado auch direkt in den Mixer geben. Dann geben wir ein bisschen Zucker dazu, Salz, weißen Balsamico-Essig. Ich mache immer erstmal so 2 Esslöffel und probiere dann lieber nochmal, damit es nicht zu sauer wird. Bisschen Pfeffer, Kräuter sind schon drinne. Deckel drauf und schön pürieren. Wenn das Ganze toll mousig ist, schnibbel ich jetzt die Zwiebeln relativ grob und mache sie dann mit dazu, weil die möchte ich noch so ein bisschen bissfest erhalten. Weiter geht's mit dem Schnibbeln. Ich nehme einfach das Gemüse, was ich eh zu Hause habe für den Salat, wie die Lauchzwiebeln, Tomaten und Paprika und schnibbel alles klein. Dann halbiere ich einen Salatkopf, den Römersalat. Den finde ich ganz gut und praktisch. Den kann man nämlich einfach vorwegschneiden, ohne dass er matschig oder bitter wird. Von daher haben wir den eigentlich immer und der bleibt sehr lange knackig. Jetzt kommt noch der Rest von der Füllung von den Burritos mit in den Salat. Dann muss ich es nicht wegwerfen. Und dann einfach die Avocado-Vinaigrette drüber. Da ich noch Maisfladen überbehalten habe, habe ich mir überlegt, ich backe mir solche Salatschalen, wie man die auch in einem Restaurant kennt. Und da muss ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ranfuchsen, weil habe ich noch nie gemacht. Ich habe es jetzt einfach mit Schalen in der Mikrowelle gestellt, damit sie so ein bisschen die Form annehmen und schmiere sie von außen mit Öl ein und backe sie dann im Backofen. Und was soll ich euch sagen? Mega Fail. Sie kleben total an den Schalen. Also weg mit dem Scheiß und nochmal von vorne. Diesmal bin ich ein bisschen schlauer. Ich nehme nicht nur die Maisfladen, sondern auch Backpapier und wickel die Schalen vorher mit Backpapier ein. Ansonsten verfahre ich wie eben auch und vergesse sie dann im Backofen und dann sind sie schwarz. Also noch eine Runde. Das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich nochmal schnell zum Supermarkt bin und neue Maisfladen gekauft habe. Bin dann dabei stehen geblieben und dann sind die Dinger auch was geworden. Sehen jetzt echt cool aus und da wird der Salat reingefüllt und so sieht dann unser gedeckter Tisch aus. Das heißt, wir können jetzt grillen. Dafür brauchen wir solche Aluschalen, denn falls so ein Grillburrito mal aufreißt auf dem Grill, fällt nicht die ganze Füllung in den Grill und man hat so eine Mega-Sauerei. Von außen streichen wir die Dinger ein bisschen mit Olivenöl ein und legen sie dann auf die Aluschalen und grillen sie bei ganz kleiner Hitze, bleiben immer dabei stehen und relativ oft wenden, damit sie schön gleichmäßig werden und uns nicht verbrennen. Die Wraps sind mir Gott sei Dank nicht verbrannt, da habe ich echt aufgepasst. Ich bin noch am Grillen. Also, ganz wichtiger Tipp, Wraps immer auf kleinster Stufe grillen. Wenn ihr keinen Grill habt, gar kein Problem, die kann man auch super im Backofen machen. Dann wollen wir jetzt mal testen, wie sie schmecken. Scheinen auf jeden Fall richtig heiß zu sein. Da hatte ich mir erst ein bisschen Sorgen gemacht, dass die drinnen vielleicht nicht heiß genug sind. Käse ist verlaufen. Sehr lecker. Und dazu unseren schönen Salat mit der Avocado, wenn ich greife. Auch genial. Passt halt mega gut zusammen. Und letztendlich sind die Dinger ja auch was geworden.
Die Schärfe kommt durch. Ich muss erstmal einen Schluck von der Limo nehmen. Die ist auch selbst gemacht. Das Video verlinke ich euch gerne hier auch nochmal. Da könnt ihr da auch nochmal gucken. Ansonsten würde ich sagen, ist das alles, was ich für heute zu kochen und zu grillen habe. Ich muss wieder schnell zurück am Grill, weil es riecht verdächtig. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schatz, Essen ist fertig.